Heute geht es um das Verhältnis zwischen Digitalisierung und Bildung. Genauer gesagt geht es darum, ob das Internet wirklich allen Menschen auf der Welt den gleichen freien Zugang zu Wissen und Bildung bietet. Die Corona-Pandemie und die plötzliche Umstellung auf Online-Unterricht haben die Digitalisierung auf den Prüfstand gestellt. Warum werden weiterhin weltweit Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen? Und welche Chancen ergeben sich für die Bildung der Zukunft? Hallo, wir sind das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. In einem globalen Forschungsnetzwerk untersuchen wir Fragestellungen, um die Digitalisierung unserer Welt besser zu verstehen. Kommt mit auf unsere interdisziplinäre Entdeckungsreise durch die digitalen Sphären unserer Gesellschaft. Aber was hat Digitalisierung mit dem Zugang zu Bildung und Lernressourcen zu tun? Es geht um ein Versprechen, das so alt ist wie das Internet selbst, nämlich dass alle den freien Zugang zu Wissen und Bildung haben sollten. Doch eine Frage sollten wir zunächst klären. Warum ist Bildung überhaupt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene weltweit der Schlüssel zum Erfolg? Bildung ist ein Menschenrecht und der Schlüssel zu individueller und gesellschaftlicher Entwicklung. Sie befähigt Menschen dazu, ihre Persönlichkeit zu entfalten und ein erfülltes Leben zu führen. Bildung stärkt Demokratie, fördert Toleranz und eine weltbürgerliche Haltung. Zugleich ist Bildung Voraussetzung für Nachhaltigkeit. Sie ermöglicht es dem Einzelnen, die Auswirkungen des eigenen Handels auf die Welt zu verstehen, mit Wandel und Risiken umzugehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Bereits seit 1948 ist Bildung ein anerkanntes Menschenrecht. Alle können sich darauf berufen. Dennoch haben nicht alle den gleichen Zugang zu Bildung. Gründe dafür gibt es viele. Nicht alle können sich die Bildung gleichermaßen leisten. Nicht alle sind gleichermaßen gut an das Internet angeschlossen. Und natürlich gibt es auch soziodemografische Faktoren wie Alter, Geschlecht und sozialer Hintergrund. Seit langem wird über die Chance der Digitalisierung für die schulische und universitäre Lehre gesprochen. Blickt man allerdings in die Klassenzimmer und Hörsäle, war davon oft wenig zu spüren. Corona ließ uns keine andere Wahl, als die Lehre von heute auf morgen zu digitalisieren. Mit dieser Herausforderung hat sich auch eine internationale Forschendenkooperation beschäftigt und sie fasst die Chancen und Herausforderungen wie folgt zusammen. Im besten Fall kann digitale Technik während eines Lockdowns dazu genutzt werden, das Lernen über alle Sphären und Barrieren hinweg zu fördern. Im schlechtesten Fall schafft digitale Technik neue Ungleichheiten zwischen den Habenden und den Nichthabenden und verstärkt die Sorgen, überwacht zu werden. Ein großes Problem sind die digitalen Gräben, die sich quer durch alle Regionen und Gesellschaften der Nord- und Südhalbkugel ziehen. Es fehlt an Zugang. Es fehlt an Zugang zu Computern, zu Smartphones, zu Daten. Beispielsweise sind in Kolumbien 71% der Menschen in städtischen Gebieten an das Internet angeschlossen. In ländlichen Regionen nur etwa 33%. Neben dem Gefälle zwischen Stadt und Land entscheidet auch das Einkommen von Familien über deren Zugang zu digitaler Bildung. Aus einkommensschwachen Haushalten haben nicht einmal 14% der GrundschülerInnen einen Computer mit Internetzugang zu Hause. Bei einkommensstarken Haushalten sind dies 80%. Solche Ungleichgewichte im Zugang zum Internet finden sich überall auf der Welt. Auch in Deutschland zeigte die Pandemie, dass der soziale Hintergrund den Zugang zu digitaler Bildung beeinflusst. Das Statistische Bundesamt erhob, dass Familien mit hohem Nettoeinkommen durchschnittlich doppelt so viele Computer besitzen wie Familien in niedrigen Einkommensgruppen. Der schnelle Umstieg von offline zu online hat vor allem an Schulen zu Problemen geführt. Oft sind es die Digitalkompetenzen der Lehrenden, die darüber bestimmen, ob die Lernenden die Möglichkeiten der Digitalisierung ausschöpfen können. Natürlich fehlte es auch an Rückzugsorten außerhalb von zu Hause, denn Schulen sind weitaus mehr als Orte, an denen Wissen vermittelt wird. Hier knüpft man Freundschaften, man löst Konflikte, man lernt sich auszuprobieren, musisch und sportlich, und all das lässt sich nur sehr schwer digital abbilden. Mittelbar ergeben sich weitere Probleme, denn Eltern müssen Arbeit und die Schule der Kinder unter einen Hut bekommen, und in ärmeren Regionen und Stadtvierteln sorgen Schulen schlichtweg dafür, dass die Kinder Essen auf dem Tisch haben. Schulen waren stärker betroffen als Universitäten, wo Lehrende mehr Freiheiten in der Gestaltung ihrer Lehre genießen. Unter anderem ermöglichen informelle Netzwerke unter Lehrenden innovative und oft auch international kooperative Lernformate. Ein Beispiel sind sogenannte COIL-Programme, Collaborative Online International Learning. Dabei bieten Lehrende an internationalen Partneruniversitäten gemeinsam Online-Kurse an, die von ihren Studierenden in verschiedenen Ländern belegt werden. Im Fall einer US-japanischen Initiative sollten die Kurse zunächst Austauschprogramme ersetzen, die aufgrund der Reisebeschränkungen nicht mehr stattfinden konnten. Da das Format die Lehre bereichert und auch den Studierenden internationalen Austausch ermöglicht, die kein Auslandssemester machen können, soll es auch nach der Pandemie weitergeführt werden. Wie soll es also weitergehen mit der digitalen Bildung?
Erstens, wir müssen die digitalen Gräben überwinden. Die einen haben Zugang zu Internet, zu Smartphone, zu Computern, die anderen nicht und die werden abgehängt. Und das geht nicht. Zweitens, wir dürfen digital und analog nicht als Gegensätze verstehen, sondern integriert, als sich ergänzende Möglichkeiten, Bildung neu zu denken. Und drittens, wir brauchen mehr Plattformen und Foren für den Austausch über erfolgreiche digitale Lehr- und Lernmethoden.